Um die Wirkungslinien eines Kräftepaares zu verdrehen, gehen Sie wie folgt vor. Zunächst verschieben Sie die linke Kraft F1 entlang Ihrer Wirkungslinie. Es ist unsere Absicht, F1 mit einer Hilfskraft P, die Teil einer noch zu vervollständigenden Gleichgewichtsgruppe ist, so zusammenzufassen, dass eine resultierende F2 mit gleichem Betrag wie F1 entsteht. Dabei kann F2 gegenüber F1 beliebig verdreht sein. In unserem Fall ist F2 um ca. 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdreht. P wird nun über die Parallelogrammregel entsprechend angepasst. Nun vervollständigen wir die Gleichgewichtsgruppe und führen die zweite Kraft P' ein. P' und die rechte Kraft F1' des ursprünglichen Kräftepaares werden ebenfalls zusammengefasst. Aus Symmetriegründen entsteht eine resultierende F2', die entgegengesetzt gleich groß wie F2 sein muss. Der Übersichtlichkeit halber verschieben wir die Kräfte F2 und F2' entlang ihrer Wirkungslinien und können sie so besser als eigenständiges Kräftepaar erkennen. Ebenfalls infolge der Symmetrie zeigt sich, dass der Abstand A2 zwischen den Wirkungslinien von F2 und F2' genauso lang wie A1 ist. F2 und F2' bilden also ein zu F1 und F1' identisches, aber verdrehtes Kräftepaar.